Herzlich willkommen auf Susis Cooking-Kanal aus eurer Lieblingsperspektive, zumindest von vielen von euch. Und ja, es geht steil auf die Weihnachtszeit, auf die Adventszeit zu. Und wir werden heute Stollenhappen zusammenbacken, zumindest werde ich sie backen. Stollen habe ich schon öfter gemacht, aber die Stollenhappen hatte ich auch noch nie. Und ich lese euch mal vor, was ihr dafür braucht. Ich habe mir hier schon alles schön hergerichtet. Ihr braucht 50 Gramm Mandeln, 50 Gramm Nüsse, 50 Gramm getrocknete Aprikosen, 50 Gramm Orangat, 50 Gramm Zitronat, 150 Gramm weiche Butter, 150 Gramm Zucker, 2 ganze Eier, 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Quark, einen Teelöffel geriebene Zitronenschale, einen Teelöffel Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, 100 Gramm Rosinen und zum Bestäuben danach Puderzucker. Genau. Meinen Backofen habe ich bereits vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und 2 Backbleche habe ich mir auch schon belegt mit Backpapier. Und ich würde sagen, wir legen los. Mein Ofen ist an. Ich habe gerade schon ein anderes Video gemacht, der ist eh noch warm. Und als erstes kommen die Nüsse und die Mandeln im Thermomix, sowie das Zitronat und das Orangat. Also ihr braucht keine Angst haben, das wird mit den Nüssen zerkleinert, da müsst ihr nicht drauf rumbeißen, weil viele mögen das nämlich nicht. Und zwar wird das Ganze für 10 Sekunden auf der Stufe 6 zerkleinert. Die Aprikosen hätte ich jetzt fast vergessen. 50 Gramm Aprikosen kommen auch noch dazu. Und diese Mischung füllen wir uns noch einmal um. Mixtopf wieder rein, das stellen wir uns dabei zur Seite. Jetzt kommen unsere Butter, der Zucker und die 2 ganzen Eier in den Mixtopf. Die werden 20 Sekunden auf der Stufe 4 zusammen verrührt. Jawohl. Jetzt kommt das Mehl, das Backpulver, die Zitronenschale. Uiuiui. Habe ich mir aber wieder eine kleine Schüssel sehr hoch voll gemacht. Dann machen wir es lieber so, dass da alles da bleibt, wo es hingehört. Und auch der Quark, die 250 Gramm kommen dazu. Und so wird das Ganze jetzt erst einmal 2 Minuten verknetet miteinander. Jetzt kommen unsere Früchte dazu. Einmal die Frucht-Nuss-Mischung mit den Aprikosen und einmal die Rosinen. Und so wird es jetzt eine weitere Minute verknetet. Allerdings müssen wir da jetzt ein bisschen mit dem Spatel mithelfen. Der kommt von oben jetzt hier unten rein und wir arbeiten da ein bisschen mit, damit sich das besser verbindet. Wir können es aber danach auf der Arbeitsfläche auch nochmal ein bisschen durchkneten. Bewegt dazu den Spatel ruhig immer wieder, wenn sich das Messer dreht, damit sich der schwere Teig ein bisschen verbindet. So, dann schauen wir mal. Oh ja, ist aber trotzdem recht schön vermengt alles. Und ich richte mir jetzt was her, wo ich kleine Rollen formen werde und hole mir den Teig raus aus dem Topf. Und die Rollen machen wir natürlich zusammen weiter. Der Teig hat sich super verbunden miteinander. Ich dachte jetzt eigentlich, ich muss da nochmal richtig durch. Aber überhaupt nicht. Hier habe ich meine Bleche schon hergerichtet, natürlich mit Weihnachtspapier. Die Susi hat wieder Weihnachtspapier gekauft, wahrscheinlich habe ich wieder Ostern noch davon, ihr kennt es ja schon von mir. Und da sollen wir jetzt kleine Rollen formen. Ja. Im Rezept angegeben ist 2 x 4 cm. Ob ihr jetzt da
Rollen formt oder ob ihr abstecht und kleine Häufchen einfach drauf macht. Das bleibt jetzt eigentlich euch überlassen. Ich mache halt jetzt mal so kleine Röllchen und setze sie auf mein Backblech. Das mache ich mit dem ganzen Teig. Ich glaube aber fast, ich steche das nur so ab und lasse das ruhig ein bisschen so. Das muss gar nicht so gerollt sein, finde ich. Es darf ruhig ein bisschen Struktur haben. Ja, das mache ich auch. Ich mache mehr so Happen. Ich steche die einfach so weg und setze sie aufs Blech. Das gefällt mir besser, wie wenn die so glatt sind. Das mache ich jetzt mal mit dem ganzen Teig. Und dann zeige ich euch, wie viel ich rausbekommen habe. 3 von diesen Blechen habe ich jetzt rausgebracht. Das erste ist schon im Backofen. Und ich habe es jetzt wirklich nur abgestochen. Entschuldigung. Und ich finde, die schauen richtig schön aus. Die werden jetzt gebacken. Ich habe jetzt meinen Ofen mal auf 14 Minuten gestellt. Das heißt zwischen 12 und 15 Minuten. Und ja, danach werden die nur, wenn sie kalt sind, mit Puderzucker bestreut. Und da das ja mit Quark ist, und kann man die auf jeden Fall gleich schön essen. Und ich denke, ich habe vorhin schon mal ein bisschen Teig probiert. Die sind echt gut. Ich backe jetzt mal alle ab und dann würde ich sagen, zeige ich es euch nochmal, wenn sie fertig sind. Meine ersten 2 Bleche Stollenhappen sind draußen und bei mir waren es jetzt 15 Minuten und das Blech sogar 16 Minuten drin. Und was jetzt nicht im Rezept steht, laut Rezept sollt ihr die jetzt abkühlen lassen und dann mit Puderzucker bestreichen. Ich werde die jetzt aber mit Butter bestreichen und dann Puderzucker drüber geben. Gleich jetzt, so heiß wie sie sind, gar nicht warten, bis sie abkühlen. Dazu mache ich es ein bisschen so zusammen. Und dann gebe ich hier Puderzucker drüber. Ich mag das sehr gerne. Ich finde, das passt sehr gut zu Stollen. Und der bleibt auch gut drauf. Mit dem ersten Blech habe ich das auch so gemacht. Und so schauen die jetzt aus. Und das erste Blech, hier steht schon die Box, das wandert nämlich jetzt gleich mit dem Norbert in die Arbeit und dann haben wir einen schönen Kaffeenachmittag. Ich finde es klasse, mir schmecken sie auch sehr gut, ich habe schon einen probiert. Rucki-zucki gemacht, schnell gemacht, muss ich sagen, gefällt mir gut das Rezept. Vielleicht habt ihr Lust, sie nachzubacken, könnt ihr gleich essen, auf die müsst ihr nicht warten, die müssten nicht ziehen. Die sind gleich zum Verzehr geeignet, halten sich aber natürlich nichtsdestotrotz in der Box auch ein paar Tage. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Servus, bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit.